Hallo und willkommen zum Mila Innenreport hier in Wiesbaden bei dem ersten Bundesligaspieltag VC Wiesbaden gegen den Alemannia Aachen. Nehme ich den Rebecca Schepper-Klaus und Andi Vollmer. Ihr habt gerade gegen Alemannia Aachen im fünften Satz gewonnen, habt 2-0 vorne gelegen, leider nochmal zwei Sätze abgegeben, das heißt fünf Sätze, habt es noch richtig spannend gemacht. Könnt ihr ein bisschen was zum Spiel erklären, warum nicht 3-0? Ja, warum ist ganz einfach zu erklären. Wir haben es im dritten nicht geschafft, die Mannschaft drüber einfach platt zu machen, ja, das Ding einzufahren. Wir waren nachlässig in verschiedenen Elementen, im Angriff, auch im Aufschlag waren wir ein bisschen nachlässig, unkonzentriert. Und ruckzuck ist aber dann der Vorsprung auch dahin. Momentum ist gewechselt nach Aachen, die plötzlich in der Abwehr alles rauskratzten, auch im Block sich das Zeichen verbessert. Und im Angriff gelang ihnen einfach plötzlich auch die Shots, die wir eigentlich vorher auf unserer Seite gehabt haben. Also schlussendlich schon unsere Nachlässigkeit im dritten Satz, einfach den Deckel zuzumachen und voll aggressiv die Mannschaft drüber nach Haus zu schicken. Rebecca, was waren jetzt deine persönlichen Eindrücke vom Spiel? Du hast ja zuerst Mittelblock gespielt, aber dann nochmal diagonal. Wieso, weshalb, warum? Weil Andi das so entschieden hat. Nee, ich habe Mitte angefangen, wie auch die Spiele davor, einfach um reinzukommen und es klappte gut. Und dann haben wir die ersten beiden Sätze sehr konstant gespielt und dann hat Julia ihre Chance gekriegt und ihren Einsatz bekommen und das ist auch völlig okay so. Und ja, und dann zum Schluss bin ich halt nochmal wieder on reingekommen auf einer anderen Position, vielleicht weil es da nicht so genau lief. Ja, es war ja ziemlich ein Achterbahnspiel heute. Hat man das Konzept dann umgeändert nach dem zweiten Satz genau gegen Aachen oder hat man es einfach dabei belassen und versucht einfach ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, weil die Aachener wurden ja einfach sicherer, ruhiger und ja. Nein, sicherlich kein Konzeptwechsel. Der Weg ist vorgeschrieben, der Gameplan steht, hat auch gut funktioniert bis Ende vom dritten Satz. Ich denke, das war, wie schon sagte er, einfach ein bisschen ein zu gutes Gefühl. Alle waren schon gut drauf und hat gut funktioniert. Und dann kann man sehen, Aufschläge gehen ins Aus plötzlich, dann gehen zwei andere Bälle weg. Dann wird man wieder ein bisschen ängstlich und nachdenklich, was ist wenn. Also nachher spielten einfach Faktoren zusammen, die aber normal üblich sind im Sport auch. Ja? Erst locker flockig, dann war es aber uneffizient und dann plötzlich natürlich ein bisschen nachlässig und ängstlich. Und genau das ist passiert, aber es gab da keine Änderung im Gameplan. Bis natürlich im letzten Satz, wir hatten ja auch einen Suhlen-Wechsel gemacht mit Rebecca auf Diagonal, war sehr erfolgreich und heute war es auch erfolgreich. Also das war ich auch ein Teil vom Konzept, dass wir auch dort noch eine Möglichkeit haben, was zu ändern. Denn dort war ich im Angriffsbereich heute nicht so arg viel los bei uns in Position 2, aber da war eine Blockschwäche beim Gegner. Und am Schluss hat es dann doch die richtige Rotation geschafft, zu siegen. Ich habe gesehen, ihr habt gegen Suhl im fünften Satz gewonnen, war ja auch ein Krimispiel. Könnt ihr ein bisschen was zum Spiel erzählen, Rebecca? Oder der Trainer? Ja, ja. Rebecca war auch dabei. Oder so. Ja, gegen Suhl, also haben wir ein bisschen unseren Faden so erst verloren. Also wir haben uns ein bisschen, denke ich, auch von denen überraschen lassen, dass sie so sehr stark aufgetreten sind. Haben dann im dritten Satz Gott sei Dank zum Spiel gefunden und das Ding Gott sei Dank noch drehen können. Das heißt, ihr seid jetzt im Viertelfinale. Kennt ihr schon euren Gegner? Wurde, glaube ich, gerade ausgelost, oder? Ja, es ist eine ganz spannende Auslosung gewesen. Wir spielen wohl gegen Aachen und zwar in Aachen. Also wir können eigentlich gerade weiterspielen heute Abend, dann wäre das Pokalspiel schon erledigt. Das ist natürlich merkwürdig, die Auslosung, erste Partie gezogen worden ist Aachen gegen Wiesbaden. Das ist für uns kein schlimmes Los. Ja, die Reise ist nicht allzu weit. Eine Mannschaft, die wir auch schlagen können, haben wir heute gesehen. Ich glaube, damit können wir leben. Wann ist das Spiel? Das Spiel ist Ende November und zwar dann am Mittwoch. Ganz genau, weiß ich nicht, aber am 27. Bin aber nicht ganz sicher. Nächster Gegner, Rebecca, ist wer und wo? Nächster Gegner ist nächste Woche in Köpenick, Samstag. Ja. Super, dann danke ich für das Interview und dann sehen wir uns beim nächsten Heimspiel. Ciao. Ciao, Mom. Bye, Mom.